Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Online-Mittelerde 2. 1, 0, ihr wisst schon. Wir sind bei Nona angekommen, im Buch 4, Kapitel 10, die Hirten von Ödmoor, sprecht mit Nona, machen wir glatt. Die Hirten in Ödmoor ernähren zahlreiche Sippen der Dunländer. Ja, das machen sie. Die Herden von Ödmoor nennen viele Sippen der Dunländer. Falls dieses Ackerland von den getreuen Sarumans gehalten wird, hat er eine Nahrungsquelle für seine Armeen. Aber das kann auch denjenigen, die sich ihm entgegenstellen, oder er kann auch diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, aushungern. Geht zum Bauernhof auf den Hügel im Westen und überprüft die Lage, Bolzenil. Solltet ihr einige der nahen gelegenen Felder, und Gehege im Westen auskundschaften, das werden wir tun. So, danke Nona. Wir gehen mal hier hoch. Neue Tat, Ödmoor erkunden, okay. Hallo Mabon! Da oben. Ich muss da hoch. Ihr habt Kartreff Andres entdeckt. Soll ich denn da hochkommen, Jungs? Naja, komm. Wir machen erstmal hier den unteren Teil. Vielleicht reicht das ja schon. Das wäre ja auch schon was. So. Okay, gibt es hier irgendwas, wo ich mich hinstellen kann und auskundschafte? Ne? Ne? Nebelbulle. Ja. Nee, lass mich mal ja hoch. Dankeschön. Einige der Schafe wurden getötet. Einfach zum Verrotten liegen gelassen. Was? So was macht man nicht. Vermutlich war das eine Nebelziege. Ne, eine Nebelziege war das nicht. Vermutlich war das ein böser Bösewicht. Der hier, erpressen wollte und so. Bestimmt. Ich gehe mal zum Bauernhaus hoch. Eventuell hilft mir das. So. So, die Nebelkuh ist eine Hangkuh. Die ist es gewohnt, so schief zu stehen. Da haben wir noch einen Kalb. Das Bauernhaus wurde von seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgelassen. Okay, das ist nicht so günstig. Was noch? Erkunde das bestellte Feld. Noch einmal. Also hier unten, da ist ja nichts gewesen. Oder ist hier noch irgendjemand, weil jemand da was bestellt hat? Nein. Was? Was machst du hier? Du doof oder was? Mich angreifen zu wollen. So, also im Prinzip, wenn ich es richtig sehe, sind eigentlich zwei Sachen zu erkunden gewesen. Das Problem ist, das eine Feld, muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme, ob es da überhaupt noch eins gibt. Das ist eine interessante Sache, weil hier, wie gesagt, hier sind wir in dem Feld der Dingens, obwohl, vielleicht können wir ja irgendwas anklicken jetzt. Nö. Hey du, alter Nebelzieger! Kennst du hier irgendwas? Okay. Hier scheint nichts zu sein, nichts Auffälliges. Dann gucken wir halt mal zu dem anderen Feld. Das muss theoretisch auf dem Berg sein oder ich muss auf dem Berg klettern, wenn ich dem nicht... Oh, das Feld ist voller Getreide gesät, aber nicht geerntet worden. Oder es war das. Okay. Naja, war die Quest... Der Questort ein bisschen irreführend. Nun gut, muss halt auch mal sein. So. Nona, ich werde verfolgt von einem Bullen. Mal gucken, ob er kommt. Er kommt. Aha. So, okay. Ich habe mal geschlachtet. Danke für deine Hilfe, Nona. So. Davor hat sich Lubrenin wahrscheinlich gefürchtet. Ich glaube, das hat Lubrenin gefürchtet, Bolzenil. Die Höfe von Ödmoor werden nicht mehr von befreundeten Gesippen gehalten. In der Haupthandelssiedlung im Süden könnte es ähnlich aussehen, aber das wissen wir erst, wenn wir dort sind. Gut, dann das hier wollten wir mitnehmen und eventuell willst du mich doch verarschen. Warte, machen wir so hier. Reisetasche, so. Jo. Auch gleich den hier noch freiräumen. So. So.
Schön, die Reisetasche ein bisschen aufgestiegen, auch nicht schlecht. Muss neu geschmiedet werden. Wenn wir den Bewohnern des Ödmoors helfen, verwehren wir Sarumans Armeen vielleicht die Rationen. Jetzt habe ich vergessen, Wort zu lesen. Naja, helft den Menschen von Ödmoor mit allem, was euch in eurer Macht steht und sucht Nuna auf der Straße nach Dunmar auf, sobald ihr mit Ödmoor fertig seid. Also noch einmal helfen und schwelfen. Und zwar hier unten in der Ecke. Das da unten. Okay. Hier haben wir noch eine Ecke vom Ödmoor. Da müssen wir auch hin. Da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu tun. Ich werde, ja, genau dahin reiten. Offscreen kann ich ja zurückreiten, wenn ich demnächst mal wieder schmieden will oder so. So, legendärer Gegenstand ist aufgestiegen, blabla, bla, Tat verliehen. Welche Tat denn jetzt schon wieder? Ödmoor erkunden. Ah, okay, erledigt. So. So, also nicht erledigt, aber verliehen halt, ne? So, Gartreff Andras. Jede Menge Gemüse, ich muss echt schon wieder aufräumen, meine Fresse. Soll ich euch was sagen? Das kommt mir bei Bolzeniel gefühlt viel, viel, viel schneller vor, dass ich da das Inventar voll mülle als bei den anderen Charakteren. Okay. Wer bin ich, dass ich mich dagegen sträube? Gut, die spiele ich nicht so oft, aber wie gesagt, wenn ich die auch mal so ein, zwei Stunden am Stück spiele, dann ist genau eben das der Fall. Also weniger. So. Okay, Freunde, ich gucke mich mal um. Markstein, ich werde mich hier nicht binden. Ich will nach Galdreth zurück, wenn es sein kann und muss. Dieses Dörflein hier im Ödmoor ist offensichtlich. So, Stallmeister haben wir. Guten Abend. Ich habe euresgleichen noch nie gesehen. Ja, das liegt daran, weil ich noch nie hier war. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Duvodiat nicht trauen. Das ist wahr. Sollte man nie. So, da gucke ich dann gleich mal rein. Mal schauen, was es da Neues gibt. Ansonsten hier oben ist noch ein bisschen was. Janto. Recht mit Livia Awarden, wem auch immer. Hä? Wo ist er denn? Ach, hier hinten beim Pferd schon wieder. Ja, guck mal hier, bitteschön. Sprich die Namen böser Dinge nicht aus, sonst beschwört er sie. Hast du jetzt das Heu gemeint? Sprech den Namen Heu nicht aus, das ist böse. Es ist nur für die Pferde gedacht. Heu. Heu sammeln. Ahoi, wo ist Heu? Schwere Birkenzweige, die nützen mir nichts, wenn ich Heu will. Heuhaufen, dich brauche ich. Ja. Heuhaufen Nummer 2. Heuhaufen Nummer 3. Wenn ich bald mal da bin. Dankeschön. Hallo, damit ein. Was bist du eigentlich für ein Viech? Ein Nebelbulle. Nebelbullen brauchen wir nicht, wenn das hier so ein abgerichteter Wolf gewesen wäre. Aber ich glaube, da sind wir ja eh im falschen Gebiet gerade dafür. Ah, den hätte ich mitgenommen. So. Und dann einmal hier hin. Hoi, Haufen. Oh, Bündel. Bündel. Mal gucken, wie viel ich davon mitschleppen kann. Alles. Interessant. Vor allem das Garn nehme ich sehr gerne mit. Was haben wir hier? Tat verliehen. Aufgaben des Ödmoors. Naja, wissen wir ja. Was ist das andere? Achso, legendärer Gegenstand. Genau. So, alter Waldpirscher, du zielst nicht. Dann ist es auch nicht so wild. Okay. Zurück. Heute bringe ich dir etwas Heu vorbei. Bitteschön. Freund. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Duvodiat nicht trauen. So, nächstes. Reiter des Sturms reitet Pferde nach Awardin. Ich muss was? Okay. Ich muss Pferde wahrscheinlich einsammeln und dann herbringen. Nehme ich mal an. Probieren wir mal aus. Müssen erstmal ein Pferdchen finden. Da ist kein Pferd. Das ist ein Bulle, der zählt nicht. Tiden zählen auch nicht. Ja, warum sind hier die Pferde eigentlich nicht in der Herde? Merde.
Hier ist keins. Gewöhnliche Waldschleiche. Da, Pferd. Hallo Pferd, komm mal her. Ich muss dich mal kurz mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was du hier dumm rum stehst, aber du hast da nichts zu suchen. Und deswegen gehen wir wieder runter. Also. Kleines Pferdchen. Komm mit, kleines Pferdchen. Und gibt's Futter. Nämlich Heu. Das ist neu. Das hab ich gebracht. Ja. Kannst du mir später danken für. So, irgendwas sagt mir, dass ich dieses Pferd hier reinbringen muss. Okay, das war Nummer 1. Dann gucken wir mal. Ja, nee, ist scheißegal. Egal. So. Wobei, ist das das, was ich schon hatte? Oder ist das ein neues? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das doppelt oder wieder dasteht. Kann natürlich sein. Wäre natürlich doof, aber andererseits kann ja ein anderes hingeritten sein. Weil normalerweise ist es ja bei Herr der Ringe Online sowieso so, dass wenn man da nicht nochmal sammeln kann, die entsprechenden Quests wechselt. In diesem Fall mal nicht. Na gut, dann gehen wir in die Richtung, holen uns das nächste Pferdchen. Ja. Irgendwo hier muss eins rumstehen. Da hinten ist es. Wunderbar. Du, komm mal mit. Auch du kriegst Heu. Auch das ist neu. Wobei es jetzt schon wieder ein paar Minuten länger liegt. Da ist es bestimmt schon verfallen. Aber das ist erstmal zweitens. Also ein paar friedliche Aufgaben, so wie wir sie in den letzten Tagen schon machen, finde ich meistens oder manchmal so zur Abwechslung gar nicht so schlecht. Das wisst ihr ja. Ich finde das immer schön, wenn das mal so mit eingebaut wird. Einfach mal so, so drin ist. Darf es natürlich nicht überhand nehmen. Aber ja, ein bisschen Frieden schadet nie. Guck mal, jetzt verschwinden die Pferde, die drin stehen. So, okay. Das war 3. Okay. Die werden wahrscheinlich dann hinterher gleich eingeblendet werden, sobald wir sie da haben. Prost, ich gehe mal in diese Richtung. So. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Denn so kann man endlich mal ja, was in Ruhe tun, zu zweit. Oder in meinem Fall allein. Okay. Hat der Hü aufgesessen. Hat der Hü auf dem Weg. Was will man mehr? Das Bündel, das könnte man mehr wollen. Kann ich das so einsammeln? Mal so klar, dass das Pferd verschwindet. Ah, es war halt ein Bündel, was willst du machen? So, hier unten wird es nicht schon wieder aufgetaucht sein, wahrscheinlich. Nein. Dann gehen wir mal das nächste holen, das müsste da drüben irgendwo stehen. Wuhu! Himbeeren. Pferdchen. Da unten. So, komm her, Kleiner. Hallo? So, jetzt aber. Okay. Wieder hoch. Wie gesagt, ich finde das durchaus interessante Quest. Zumal sowas hier in der Form, dass man ein fremdes Pferd. Du willst mich doch verarschen. Nein. Okay. Bist du hier ein See? Ja, dann sollte ich draußen rumreiten. Ich weiß nicht, wie tief der ist. Wenn ich absteige, wäre das doof. So. Aber die Leiche hole ich mir jetzt. Das könnt ihr wissen. Ich reite doch nicht einfach an der Leiche vorbei. So. Okay, aua. Hier. Was haben wir hier? Da habe ich auch was Besseres. Also da kann ich auf jeden Fall gucken. Danke, du Doof. Helft mir mal ganz kurz da draußen. 8, 6. Und das hier. Nicht genug Platz. Du kannst mich doch mal im Arsch lecken hier. Später beenden. Okay, machen wir erstmal den hier platt. Hallo? Hängt gerade ein bisschen. Kommt mir so vor.
haben wir jetzt natürlich. So. Okay, Bulle tot. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal runter und guck mal, was die Leiche so mitschleppt. Vielleicht kann ich davon ja noch ein bisschen was mitnehmen. Das wäre toll. Und ansonsten würde ich fast sagen, beende ich mal die Folge. Ich muss das Inventar freiräumen. Wieder einmal. Oh, die war hier irgendwo. Leiche, wo liegst du? Da. Okay. Du hattest es nicht leicht in deinem Leben, aber jetzt erleichtere ich die Leiche. Den Text kann ich nicht mitnehmen. Den würde ich aber sehr gerne mitnehmen, muss ich sagen. Das schmeiße ich nicht weg. Das hier, komm. Dickflüssiger Schleim, wer braucht das schon? So. Dann könnte ich eigentlich auch hier eigentlich das alles auf die Reisetasche. Wobei kann ich holen, weil die XP sind, glaube ich, nicht verloren. Aber es schadet nicht, wenn wir die erstmal neu schmieden. Für den Fall, dass ich mich irre. Gut. Dann sehe ich das so, dass wir jetzt gleich mal die Folge beenden werden. Und ja, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau so machen wir das. Wo ich dann hoffentlich wieder mit leerem Inventar rumstehen werde. Vielleicht auch nicht. Wer weiß es. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.